So Leute, in diesem Blacky Talk geht es um Secret Layers. Ihr müsst aber nicht abschalten, nicht abschalten. Es wird interessant. Wie im Intro schon gesagt, es wird interessant, weil ich gehe nicht nur hin und sage, ey, Secret Layer, voll dumm, weil, sondern ihr kennt ja meine Meinung. Und ihr habt meine Meinung jetzt über die letzten 2 Jahre praktisch mit Secret Layer miterlebt und immer wieder gehört, sowohl bei uns im Podcast, also Radio Ravnica, wenn ihr das noch nicht wusstet, beim lieben Gamery gibt es den Podcast zu sehen und zu hören auf Spotify, bei Radio Ravnica oder eben auf Kanal des Monats, Gamery. Außerdem habe ich schon oft darüber geredet, mit euch persönlich, mit Leuten im Internet, über irgendwelche Foren oder eben auch in Videos, wo ich es immer wieder einfließen habe. Was Secret Layer sind? Das gehe ich ganz, ganz kurz drauf ein. Secret Layer sind der Einzelkartenverkauf von Wizards. So einfach ist das. Wizards hat so kleine schwarze Boxen, die sie jetzt besser gemacht haben. Und diese kleinen schwarzen Boxen kann man kaufen für einen gewissen Zeitraum von, ich glaube, mittlerweile 2 oder 3 Wochen. Also auf jeden Fall länger wie am Anfang. Und ja, wenn ihr die nicht gekauft habt, dann müsst ihr die beim sekundären Markt kaufen. Wenn ihr sie gekauft habt, bekommt ihr sie ein halbes Jahr später irgendwann vielleicht mal zugeschickt und habt dann lustige Karten. Weil dann kommen wir zu dem Punkt, was Secret Layer eigentlich sein sollten. Das, was sie sind, was sie sein sollten. Secret Layer sollte ein Weg sein, lustige Karten, die Wizards sonst nicht einfach in irgendwelche Produkte reinschmeißen können, einfach dort reinzuschmeißen. Das ist schon Big Brain gewesen damals. Gleichzeitig war es für viele Leute auch ein richtiger Abturner, weil sie hatten kurz davor, ich glaube 1,5 Jahre davor, gab es sogenannte Expedition Cards. Expedition Cards waren Chase Cards. Bedeutet, man hat versucht, diese Karten, ich glaube, sie waren alle 4 oder alle 6 Displays, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, irgendwas in dieser Richtung, gab es dann jedes Mal eine so eine Chase-Karte. Die waren dann angepasst für Set. In Zendikar gab es wunderschöne Länder, also jetzt nicht Zendikar Rising, haben wir gar nichts mehr da. Nicht Zendikar Rising, sondern das Zendikar, also Return to Zendikar, oder Return to Zendikar. In dem Zendikar-Block gab es eben diese wunderschönen Länder. Und das haben sie dann für Kaladesh und auch für Amonkhet auch gemacht. Die Leute waren dann ziemlich schnell ziemlich angepisst. Aus irgendeinem Grund fanden die Leute das kacke. Ich habe den Grund bis heute nicht verstanden. Wenn man die Karten schön fand, dann musste man für diesen Skin eben Geld hinlegen. Wenn man einen Booster aufgemacht hat und random coole Karten gefunden hat, wo war euer fucking Problem? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Ich vermute aktuell, dass es darüber geht, dass die Mass-Booster-Openings passiert sind, ganz viele Händler, ganz viele Displays aufgeraubt haben, die Karten deshalb, also alle anderen Karten, die nicht diese Chase-Cards sind, nichts mehr wert sind. Jetzt guckt man sich heute um und denkt sich, allein Italia in Crimson Vow, was jetzt diese Woche rausgekommen ist, die hat 3 Prints, die hat vorher 10 Euro gekostet. Das Original kostet nichts. Die Version in Schwarz-Weiß, die ich sehr, sehr hübsch finde, kostet 2-3 Euro. Und diese Boxstopper irgendwie 5 bis 6 für eine Boxstopper. Der Preiszerfall ist real. Wizards ist dann aber auch gleichzeitig hingegangen und gesagt, hey, wenn wir eben besonders coole Ideen haben, die wir nicht umsetzen konnten, die wollen wir den Leuten nicht vorenthalten. Also haben sie im Dezember 2019, das ist 2 Jahre her, haben sie angefangen, einen Secret Layer anzukündigen. Alle am Anfang direkt, wow, what the fuck, warum, wir haben diese schlechten Signature Spellbooks. Damals gab es das Rote noch nicht, glaube ich. Ne, Gideon gab es, aber das Rote nicht. Hier, Signature Spellbooks, wir haben den Quatsch, warum brauchen wir jetzt noch was anderes? Wir haben From the Vault verloren, why? Why sollten wir das irgendwie haben wollen? Und keiner wollte es am Anfang kaufen. Es gab ein paar Leute, die gesagt haben, oh, voll cool, ich hole mir mal 1 oder mal 2. Am Anfang war es super schwierig, es kam aus den US, es hat ultra viel Versand gekostet, es war super schwierig zu bestellen und ihr hattet 24 Stunden, um euch zu entscheiden, ob ihr das Ding haben wollt oder nicht. Die ersten Secret Layer war so ein Bitterblossom, die Eldraine Wonderlands, das ist so ein Secret Layer Drop, wo ich sage, den hätte ich gern gehabt, jetzt ist der mir viel zu teuer. Restless in Peace. Da weiß ich nicht mal mehr, was da drin war. Seeing Visions, das waren Serum-Visionen als 4 verschiedene Versionen, also wie nachher die Italia oder jetzt neulich die Mother of Runes und so weiter, mit 4 verschiedenen Versionen. Okay, haben sich auch alle beschwert, warum können wir nicht 4-mal die gleiche haben? Ja, haben sie bis heute nicht geändert. Ist halt so. Explosion Sounds, das waren, glaube ich, die Goblins. Die waren richtig cool. Kaleidoscope Killers,
Das waren so das fünffarbige Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Und OMG Kitties in einem sehr süßen Artwork, zugegeben. Wenn man Katzen mag. Besser als das runde Ding. Selbst wenn man Hunde mag. Und damit war es losgetreten. Ihr hattet, wie gesagt, immer nur einen Tag Zeit. Das war dann schon bei dem... Es war jeden Tag ein Tag, also 7 Tage lang. Und es ging um die 7 Layers, die wir eben in Magic haben. Dann kam die 8. Layer mit Year of the Rat, glaube ich, war es. Das kam zum Neujahr, weil wir eben 2020 das Jahr der Ratte hatten, passend zur Pest oder Pandemie. So oder so, es war Year of the Rat und da wurden echt coole Ratten auch gedruckt. Dann hatten wir Katzen, wir hatten Ratten, wir hatten Goblins. Es war ganz cool, es hat sich aber nichts abgezeichnet. Es waren Random-Karten, die teilweise nicht mal gut waren und zum Großteil nicht mal gut waren, wo man ewig lange drauf gewartet hat, die wirklich für die damaligen Verhältnisse teuer waren, für damals 35 Euro. Und es gab sie nur in Foil. Damals hat man die für 35 Euro Foil bekommen. Und ja, das war so die erste Secret Layer Drop Welle. Und dann wurde es komisch. Dann kommt Theoros Beyond Death raus und es gab auf einmal diesen super zweiten super mega Drop mit den Göttern. Ja, und da hat man sich schon gedacht so, hey, die hätten auch in den Boostern sein können. Sowohl Collector, Set Booster, Draft Booster, irgendwo drin. Warum sind die in dem Secret Lair? Hat damals niemand verstanden, verstehe ich bis heute nicht. Sie machen es ja immer noch bis heute. Auch zur Innistrad Midnight Hunt gab es einen Secret Layer Drop in diesem Black, der eben die ersten Innistrad Länder, diese Effektländer, die 10 Stück, einfach in diesem Black and White Thema hat aufleben lassen. Das hätte man auch mit da rein tun können. Und dann kamen 2 Secret Layers, die ziemlich untergegangen sind. Der eine Secret Layer ist untergegangen aus irgendwelchen Gründen, und zwar der internationale Frauentag Secret Layer. Das war die erste Secret Layer, wo etwas gestiftet wurde. Es wurde an eine Frauenhilfsorganisation gestiftet, gespendet. Der Drop ist der Wahnsinn. Es ist ein super coole Commander drin, ist echt ein schönes Artwork, untergegangen wie sonst was. Und dann kam mein Nemesis. Bis dorthin konnte ich mich von den Secret Layer immer loslösen und sagen, ah, es war ganz nett, aber es ist nur Geldmacherei, brauche ich nicht, ich habe meine anderen Karten. Und dann kam Talia. Ja, die musste ich haben, also habe ich mir die gekauft. Und es war der größte Fail meines Lebens. Die Karten sind bis heute, 12.03.2020, wir haben über 1,5 Jahre später, die sind bis heute gecurlt. Und ich habe eine Menge Foils strack gekriegt. Auch alte Foils, kein Problem, neue Foils, kein Problem, ich kriege die Foils strack, ich weiß mittlerweile wie. Aber die kriege ich nicht strack. Ich weiß nicht warum. Diese Karten sind so, dass ich gesagt habe, ich als Judge kann diese Karten nicht für ein Turnier registrieren, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und das kann das nicht sein. Dieses Secret Layer war für mich der Tiefpunkt der Secret Layer. Es hat ewig gedauert, ich hatte mega viel Stress mit dem Versand, weil sie halt aus Amerika kamen. Die Kartenqualität war unterirdisch, es gab sie nur in Foil, sie waren teurer geworden derzeit, sie haben dann glaube ich 40 Euro mittlerweile gekostet und ne. Das war der absolute Tiefpunkt von Secret Layer. Ab dem Moment habe ich gesagt, nee, Secret Layer ist mein Todfeind. Dann kam das April Fools Secret Layer. Haha, witzig, witzig. Hat niemand bekommen, außer Läden, glaube ich, eins. Und sowas wie Godzilla-Länder. Basics sind halt immer gut. Ich muss jetzt nicht alle durchgehen. Die Story der Secret Layer könnt ihr auch woanders schauen. So oder so sind wir bis heute bei dem 70. Secret Layer. Das Secret Layer Mischiefs, was jetzt kommen soll, Spoiler, Entschuldigung, ist das 70. Secret Layer. In knapp 2 Jahren. 24 Monate, 70 Secret Layer, das heißt über 2 Secret Layer per Month. Ausgeschlossen sind dann diese ultra schlechten Secret Layer Ultimate Editions, da drüben, deswegen gucke ich darüber. Wir haben dort noch eins mit den Pathways und über mir steht noch eins von den Fetchländern. Die waren richtig bad. Und dann, die wurden natürlich an VPN Stores rausgegeben. Also haben wir theoretisch 72 Secret Layers. Prinzipiell ist es so, dass am Anfang immer so einer pro Monat kam und dann sich die Super Drops gehäuft haben. Mittlerweile kriegen wir alle 2 bis 3 Monate einen Super Drop mit 6, 7 Sets. Aber mittlerweile hat sich auch viel geändert. Es sind auch positive Sachen passiert. Erstens. Die Kartenqualität ist besser. Ihr wisst, auf meinem Channel mache ich hin und wieder mal Secret Layers auf. Das sind meistens Secret Layers oder zu 99% Secret Layers, die mir Freunde geben, die mir Abonnenten geben, die mir Bekannte geben, die jetzt sagen, hey, ich habe ein Secret Layer bestellt, möchtest du das nicht aufmachen auf deinem Channel? Und ich dann sage, voll cool, gratis Content, Kyle, cool, danke. Die Qualität ist besser geworden.
Die Kartenqualität ist wirklich besser geworden, werden auch nicht mehr in den USA gedruckt, soweit ich weiß, zumindest für uns EU-Leute nicht. Mittlerweile kann man sie auch in Non-Foil bestellen, was das Ganze um ein Vielfaches besser macht. Für Leute wie mich zum Beispiel, die weniger Foils spielen, es sei denn, das ist Death and Taxes-Kram. Aber ansonsten spiele ich komplett Non-Foil. Ich mag Foiling eigentlich nicht. Es gibt Leute, die lieben Foiling. So oder so ist es beides angeboten, finde ich nice. Warum der Preis von den Foils mittlerweile so viel höher ist wie der am Anfang, weil am Anfang gab es die nur in Foil für 35. Jetzt kosten die Foils 45 und die Non-Foils 35. Dazu ist es wirklich so, dass die Zeit, die wir haben, um ein Zivilair zu bestellen, viel, viel größer ist, viel angenehmer. 24 Stunden hat eine absolute FOMO ausgelöst. Also für Leute, die es nicht wissen, FOMO, Fear of Missing Out. Wirklich die Angst, das zu verpassen. Das große nächste Zivilair. Sie später haben zu wollen. Und sie nicht zu bekommen, wie jetzt in meinem Fall zum Beispiel das Winter Wonderland. Ich würde das so gerne haben, aber ich hab's nicht. Ich komme auch nicht dran. Nicht ohne einen absurden Preis zu bezahlen, den ich nicht bereit bin zu bezahlen. Dazu kommt jetzt bei den ganz neuesten Singularen, ich habe leider jetzt noch keine da, ist der Karton anders. Ihr kriegt nicht mehr diesen fetten, hässlichen, wirklich ätzenden Karton, der viel zu groß ist für diese 3 bis 6 Karten, die da drin sind, oder lass es mal 10 Karten sein, sondern der Karton ist wesentlich schmaler. Es ist wesentlich weniger Pappe, was verbraucht wird, wesentlich weniger Plastik, wesentlich besser verpackt, einfach angenehmer. Guter Schritt. Guter Schritt. Muss man einfach sagen. Und dann kommt Universe Beyond. Das ist ein Thema, was ich ansprechen muss, wozu ich schon einen komplett eigenen Blackie Talk gemacht habe. Darüber, dass ich das gar nicht mehr schlimm finde oder auch generell nicht schlimm finde, dass dieses Universe Beyond da ist. Ich habe kein Problem damit mit Rick. Ich habe kein Problem mit Mi Yang oder wie heißt sie aus Ding. Ich habe kein Problem damit, Fortnite-Skins in Magic zu haben. Echt nicht. Wenn viele Leute das abschreckt. Mich persönlich jetzt nicht. Ich habe schon so viel anderes gesehen. Aber wenn ihr das genauer sehen wollt, könnt ihr da oben mal schauen. Da müsste jetzt theoretisch die Verlinkung sein. Zu dem anderen Blackie Talk könnt ihr euch auf Halde legen. Könnt ihr den zu Ende gucken. Könnt ihr euch dann sehen, was hat Blackie eigentlich zu dem Universe Beyond gesagt. Was ich aber sagen muss ist, ich finde es großartig, dass sie auf die Community gehört haben. Die Community hat geweint und geblutet, als Walking Dead rauskam. Alle Leute waren outraged. Es war ein riesengroßer Fauxpas. Es war etwas, was Wizards gemacht hat, was sie nie hätten tun dürfen. Sie haben Outside Customer, Neukunden, um ein Vielfaches höher gevalued als bestehende Kunden. Und das sollte diese Firma nicht tun. Lego kann das machen. Magic sollte das nicht tun. Aber, wir sind immer noch bei den guten Sachen, weil Wizards hat ja auf uns gehört. Es kommen die Walking Dead Karten, kommen jetzt als Karten in einem Set raus, in der Liste oder sonst wo. Genau dasselbe ist auch mit den einzigartigen Karten von Stranger Things. Auch die kommen in diesem Dämonen-Gangster-Set als The List-Karten raus, als normale Magic-Prints. Die haben das ja gemacht, als sie damals Ikoria gemacht haben, haben sie eine Vorlage gemacht, von etwa haben sie etwas geschaffen. Ich zeige es euch mal, das haben sie jetzt auch wieder gemacht bei Crimson Vow. Kann es euch mal so reinzeigen. Sie haben die Karten genommen und haben oben drüber stehen den Namen von dem Universe Beyond oder ähnlichem und drunter haben sie dann effektiv den Magic-Namen stehen. So soll das nicht sein mit den Stranger Things-Karten. So soll es in den Secret Layers anscheinend einfach nicht sein, weil sie es nicht, ästhetisch nicht schön genug finden. Für Crimson Vow Boost Box Topper reicht's. Also ist das wahrscheinlich das Treatment, was wir in den Displays bekommen. Und für die Secret Layer Drop, was ja eine Sonderheit hat, bekommen wir eben dann später dann diese Karten in dem Set. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Finde ich voll okay. Ich bin ja auch ein Fan von alter Art Karten. Ich bin Fan von alter Art Sleeves. Ganz im Ernst, wenn das alles der Fall ist, dann sollen sie auch andere Sachen drucken. Egal. Thema hatten wir schon mal, könnt ihr euch anschauen. Genau dasselbe mit einem Outcry gab es bei dem Extra Life 2020. Damals haben sie den Preis von 30 Euro auf 60 Euro erhöht. 60 Euro. Ihr habt Karten im Wert von 60 Euro bekommen, so ist es nicht. 30 Euro davon wurden gespendet. Im Umkehrschluss hieß das, dieses Singular hatte der Produktion 30 Euro gekostet mit ein bisschen Versand. Quatsch. Sie wollten einfach was spenden, wollten einen coolen Tag drauf machen und haben dann gesagt, okay, machen wir halt 50-50, aber wir verdoppeln den Preis.
Das haben sie jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Extra Life Sache einfach nicht gemacht. Das Extra Life 2021 ist relativ fair bepreist. Die haben die Kartenqualität halt runtergenommen von den Karten, die drin sind. Aber sie spenden wesentlich mehr und haben die Mehrkosten nicht auf die Spieler, sondern auf ihre eigene Kappe genommen. Finde ich großartig. Danke dafür. Auch hier haben sie auf die Spieler gehört und haben gehört, oder auf die Sammler und haben die Magic-Leute, auf die eigenen Fans und haben gesagt, okay, die Leute wollen das, die wollen spenden, die finden das cool, auch Black is Magic, International Women's Day und ähnliches, die finden das cool, warum nicht? Einfach warum nicht? Sie finden es aber uncool, wenn sie dafür alles bezahlen und wir dafür so tun, als würden wir spenden. Ah, okay, dann müssen wir ja wirklich spenden. So oder so, coole Aktion. Ich finde es großartig, dass es überhaupt passiert. Dieses Ganze mit dem Mischief, das lasse ich mal außen vor. Das. Nein. Dann kommen wir zum aktuellsten Outcry. Nummerierte Karten als Karte, als Obendraufgabe auf die Secret Layer. Alle Leute hängen dann und sagen, nein, was? Das verändert so viel. Das ist so schlimm. Oh mein Gott. Und ich hänge dann und denke mir, so what? Das ist genau dasselbe wie mit den Chase-Karten damals. Warum sollen sie nicht wirklich teure Karten erschaffen, wovon es nur 100 Stück in dieser Version gibt? Solange sie normale Karten nehmen und einfach einen Print-Run machen, der limitiert ist, und in diesem limitierten Print-Run noch eine Limitierung einsetzen, warum denn nicht? Das ist dasselbe wie damals mit den Expeditions. Ich finde es gut. Ich finde es einfach gut. Sollten sie mehr machen. Und dann nicht nur den Veraskasia in Spiegel verkehrt mit von 100 Stück, was eine coole Idee ist, sondern wirklich auch coole Sachen. Von mir aus, lieben gerne. Die Leute verstehen einfach nicht, dass genau dasselbe zum Beispiel jetzt auch mit der Store Championship ist. In der Store Championship, wenn ihr einen VPN Premium Store, die Store Championship gewinnt, bekommt ihr eine einzigartige Karte. Weil ihr bekommt eine Wurmcall Engine, wo der Name des Stores draufgeschrieben ist. Die ist einzigartig. Warum regen die Leute sich über einen 100er Print dran auf? Verstehe ich nicht. Die Leute brauchen nur was, um sich darüber aufregen, statt zu sagen, hey, das ist voll cool. Warum? Für mich haben die Secret Layer sich positiv verändert bis zum geht nicht mehr. Sie haben wesentlich bessere Karten drin. Lassen wir dieses Dog-Theme mal raus. Das war echt bad. Sie haben bessere Karten drin. Sie haben spielbare Karten drin. Sie konzentrieren sich auf Basic Lands. Sie konzentrieren sich auf Künstler. Leute lieben Künstler. Mark Poole, Seb McKinnon, hallo, wie geil. Wahnsinn. Sie konzentrieren sich auf coole Dad-Jokes. Gut, einen Secret Layer zu erschaffen, dass Pi einen Angriff und Verteidigungsstärke hat, das schon tief. Aber alleine hinzugehen und dieses hässliche Valentinstag-Ding rauszubringen. Wahnsinn. Es gibt Leute, die lieben das. Die wollen den Swifts wieder raus. Die wollen selbst die Engel da raus. Ich feiere das total. Sowas soll Secret Layer sein. Genau dasselbe mit den neuesten Secret Layer Drops, die jetzt ausgeliefert wurden, mit den Artefaktländern. Die Artefaktländer kosten in Non-Foil, keine Ahnung, 3 Euro, 4 Euro. In der Version 35. In Foil kosten die Dinger irgendwie 40, in der Version 45. Fair. Wenn du einen Skin für diese Karte haben willst, dann hol sie dir. Dann kauf diesen Secret Layer und hab den Skin dafür. Old Border Treatment. Genau dasselbe. Phyrexianische Sprache. Ja, ich habe mal einen Blackie Talk über Foreign Languages gemacht, warum Karten Deutsch oder Englisch sein sollten in Deutschland. Bin ich jetzt nicht der Fan von, aber wer es braucht, Commander-Spieler sowieso. Sie haben ihr Modell verändert mit diesen viermal dieselbe Karte drin. Das ist ein gutes Modell, das sollten sie auch beibehalten. Zum Beispiel für den Mother's Day, die Mother of Runes zu nehmen. Wahnsinn! Die Idee davon, unendlich geil. Und wenn ihr dann eine davon cool findet, dann holt euch die auf dem sekundären Markt. Oder holt euch hier mal das Secret Layer und verkauft die anderen. Irgendwie kommt man dran. Voll okay. Sie haben das Packaging behoben. Sie haben die Exklusivität behoben. Sie gehen hin und sagen, hey, wir machen jetzt Crossover-Company-Sachen. Mir ist lieber, sie machen ein D&D-Set, wie sie es gemacht haben, als Secret Layer-Set. Als, haben wir auch nicht mehr da, so eine Rotze wie Adventure in Forgotten Realms. Das war Quatsch. Dieses Top-Down-Design war voll für den Arsch. Sie sollten alles da ausleben können. Warhammer 40k, Commander Decks, bin ich zwiegespalten, wären vielleicht ganz cool, hätten sie ein Secret Layer draus machen können. Wäre für mich okay. Warum nicht? Es als Boxtopper die Castlevania-Sachen, diese Dracula-Sachen zu machen, in dem Crimson Bow, auch okayisch, ähnlich wie die Godzilla-Sachen in Ikoria. Prinzipiell würde ich halt trotzdem sagen, mach das doch in Secret Layer, dafür sind sie doch da. Und der letzte Aspekt, er ist ein bisschen zwiegespalten, ist die gute Kohle. Weil die Secret Layers sind teurer geworden.
wirklich teurer geworden. Ist halt so. Muss ich einfach sagen, es ist so. Wir leben in einer Welt voll Fluktuation. Unser Geld wird immer weniger wert, das wissen wir alle. Und naja, jetzt haben wir halt gesehen, die Leute sind bereit, 45 Euro zu bezahlen. 60 Euro war vielleicht ein bisschen viel. 120 für diese Quatschdinger sind vielleicht noch ein bisschen mehr viel. Aber sie haben gesehen, hey, die Leute sind bereit, 45 bis 50 Euro für Foil auszugeben und 35 bis 40 Euro für Non-Foil. Warum sollen sie nicht diesen Preis nehmen? Vor allem, wenn man sich anschaut, wie gut die Secret Layers auf dem sekundären Markt verkauft werden, wenn sie verkauft werden. Die Verkäufe sind nicht hoch, aber wenn sie verkauft werden, dann meistens mit Gewinn. Weil es sind nicht viele auf dem Markt. Es gibt zwei Secret Layer, die unter dem UVP sind. Also unter dem, was wir Wizards bezahlt haben, damit wir diese Secret Layer bekommen. Das ist einmal Path Not Traveled. Das ist dieser schlechte Planeswalker Secret Layer Drop. Aus diesem Super Drop, wo man, wenn man alle genommen hat, noch die Fetchline dabei bekommen hat. Und alle haben dieses sehr, sehr schlechte Planeswalker-Set mitgenommen, weil sie diese Fetchländer haben wollten. Ja, und niemand kann die Dinger gebrauchen, deswegen sind die Dinger sehr, sehr günstig. Und das zweite ist Box of Stone, Box of Rocks oder so, wo halt mittelmäßig gute Artefakte reingeprintet wurden mit sehr strangen Artworks und man das einfach nur ausgeben sollte, wenn man das denn wollte. Alle anderen Secret Layers sind entweder gleich im Preis oder teurer. Ihr macht kein Minus damit. Wizards macht kein Minus damit. Natürlich, es gibt Ausnahmen wie jetzt zum Beispiel das Woman's Day oder die Kitties, die dreistellig sind. Und ich rede hier nicht von 101 Euro, sondern ich rede von höheren dreistelligen Beträgen. Also 130 Euro, glaube ich, oder 160. So oder so, das sind Packs, die ihr für 35 Euro gekauft habt und in 2 Jahren 160 Euro wert waren. Weil die Leute sie nicht an sie gedacht haben, weil Katzen einfach ein Fan-Favorite sind, genau wie die Winter Wonderlands, die halt 80-90 kosten, Godzilla Lands 80-90, selbst die Bob Ross Länder sind teurer geworden. Könnten es sein, dass Basic Lands teurer werden, weil Leute diese Basic Lands feiern? Ja. Sollte Wizards mittlerweile mal hingehen und sollte dann sagen, okay, wir machen 4 Mountain, 4 Ebenen, 4 und so weiter und so fort? Ja, statt immer nur eins reinzutun. Ist das ein Secret Layer Drop, der Super Drop ist? Wahrscheinlich von Wizards. So oder so, ihr habt preisstabile Sachen. Ihr kauft so oder so Wizards Produkte. Natürlich, ihr kauft bei Wizards selber. Ihr wisst ja, ich arbeite so als Aushilfe in einem Local Game Store. Dafür sitze ich in diesem Laden. Für uns sind die Secret Layer natürlich ätzend. Es wäre viel, viel cooler, wenn die Dinger in Boxtoppern wären. Die Leute reinkommen würden und sagen, hey, ich nehme das Display für den Boxtopper. Oder wir die Secret Layer als Händler kaufen könnten und verkaufen könnten. Anständig. Ohne einfach als Privatperson zu kaufen. Beides ist nicht gegeben. Beides ist dadurch sehr, sehr schwierig. Aber für mich als Spieler, als Sammler, sage ich, das ist eine coole Sache. Ich muss nicht jeden Secret Layer Drop haben. Nicht jeder Secret Layer Drop ist gut. Es gibt auch schlechte. Aber wenn es um Financing geht, kann ich euch den Kanal von MTG mit Patrick empfehlen. Der macht zu den meisten Secret Layer Drops, wenn sie angekündigt werden, ein Video mit Is it worth it? Er rechnet euch einmal vor, was die Dinger kosten, was die Dinger wahrscheinlich wert sein werden und welche Secret Layer sich lohnen, welche nicht. Richtung Investment, Richtung Buy-Empfehlung. In diesem Video geht es ja eher darum, mal aufzuzeigen, dass Secret Layer Drops nicht der Teufel sind, für den man sie vor 2 Jahren gehalten hat. Und dass sie immer besser werden. Wizards ist auf dem richtigen Weg mit den Secret Layer Drops. Und ich hoffe, dass sie das weiterführen. Für mich war der letzte Super Drop einer der besten Drops, den Wizards seit Jahren gemacht hat. Wenn ihr andere Meinung habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mir irgendwas erzählen wollt oder ich irgendwie einen Quatsch erzählt habe oder Scheiße erzählt habe. Oder ihr sagt, ey Blacky, cooles Video, finde ich super. Schreibt mir das in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr denn noch mehr von mir sehen wollt. Gerade diese Blacky Dogs sind ja relativ beliebt dafür. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacky. Ciao, ciao.